Schauen wir mal, was heute auf dem Programm steht. Ich hab Angst. Ich weiß nicht, wo ich draufdrücken soll. Okay, ich nehme einfach diese Taste. Was ist das denn? Das ist ja eine Stachel. Oh, die ist ganz schön scharf. Wow, Monika hat schon den Knopf gedrückt. Wow. Hilfe, ich sitze in der Falle. Lass mich hier raus. Das tut weh. Oh, es scheint ihr nicht zu gefallen. Ich denke, ich sollte meine Wahl vorsichtig treffen. Kein Fehler machen. Ich wünsche mir Glück. Los geht's. Oh, was ist das denn? Rosa Fell? Alles klar, langweilig. Oh, auf einmal ist alles so schön weich hier drin. Sieht ja toll aus. Ich mag diese Wände. Klasse. Ach, wie süß. Igitt, ich habe keine Lust drauf. Ich falle. Helft mir. Aua, das hat wehgetan. Hä? Was war das denn? Ich habe keine Ahnung. Hi, Lilly. Danke, dass du mich gefangen hast. Monika, wie bist du denn hier reingekommen? Interessant. So, alle sitzen wieder in ihre Kisten. Es kann weitergehen. Wer möchte anfangen? Ich habe mich noch nicht entschieden. Okay, ich will einfach diesen Knopf. Monika, du bist schon wieder Erste. Oh, wow. Na, was ist da oben? Sprich lauter. Hier darf man bloß nicht zu schnell sein. Ich werde dir was herzaubern. Was haben wir da? Oh, eine schwarze Banane. Unglaublich. Aua, mein Kopf. Was war das denn? Eine schwarze Banane? Sowas habe ich noch nie gesehen. Meine Güte, so viel davon. Du hättest auch vorsichtiger sein können. Ich hoffe, diese Bananen schmecken genauso gut wie normale Bananen. Sieht nicht schlecht aus. Hm, großartig, gefällt mir gut. Ich habe die richtige Wahl getroffen. Ich wünschte, es wäre immer so. Hä? Bananenschale? Wie unhöflich, Monika. Tut mir leid, aber wo soll ich sie sonst hinwerfen? Vorsicht, das wäre doch fast in meinem Gesicht gelandet. Das kannst du zurückhaben. Hör auf, alles voll zu müllen. Ich räume das alles sicherlich auf. Wie auch immer, ich gehe zu Lilly. Danke für das Vertrauen, aber ich habe mich noch nicht entschieden. Ich denke, ich nehme einfach diesen Knopf hier. Okay, das war eine gute Entscheidung. Glückspilz, Lilly. Herzlichen Glückwunsch, du bekommst ein großes Glas rosa Nutella. Ich würde es selber gerne probieren. Wie köstlich. Oh ja, das ist toll. Und jetzt wird es Zeit, dass du diese Nutella bekommst. Mach dich bereit, Lilly. Was ist das? Warum ist das so klebrig? Hm, riecht gut. Ich mag den Geschmack. Ist das Nutella? Da habe ich Glück gehabt. Guten Appetit. Na, gefällt's dir? Total. Voll köstlich. Ich danke dir vielmals. Oh, hier ist noch so viel übrig. Ich werde das alles aufessen. Ey, der Boden ist doch schmutzig. Wie kann man nur vom Boden essen? Ah, Monika, wegen dir wäre ich fast hingefallen. Überall diese Bananenschalen. Wer von euch ist diesmal die Mutigste? Ich bin bereit, es zu versuchen, auch wenn ich Angst habe. Lilly, es wird Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Okay, ich habe einen Knopf gedrückt. Mhm, alles klar. Gleich wirst du sehen, was du bekommst. Du bekommst eine köstliche Limonade. Herzlichen Glückwunsch. Die hätte ich gerne selber, aber die kriegst du. Oh, voll cool. Gefällt mir. Aber ich glaube, ich habe so langsam genug. Ich kann nichts mehr aufhalten. Das reicht langsam. Es wird ganz schön nass hier. Die Situation ist außer Kontrolle geraten. Ich bin nass. Mach, dass es aufhört. Okay, jetzt bin ich fertig. Na endlich. Ich dachte, ich würde hier ertrinken. Okay, ich lass dich alleine. Aua, mein Kopf. Wieso muss das immer Lilly passieren? Wie auch immer, das ist nicht meine Sache. Ich gehe zu Monika. Ich habe schon fast den Knopf ausgesucht. Okay. Es soll dieser Knopf... Ich warte. Gut gemacht, Monika.
Diesmal hast du schnell deine Entscheidung getroffen. Schau mal, was du bekommst. Einen Riesenburger. Herzlichen Glückwunsch. Das ist eine tolle Sache. Den Deckel wirst du nicht gebrauchen. Ehrlich gesagt hätte ich ihn gerne selber gegessen. Aber nein, der Burger hat einen Nachteil. Er ist kalt. Ich hab's. Ich werde ihn mit dem Gasbrenner erhitzen. Du musst es ein bisschen abwarten. Ich finde, ich mache das großartig. Das riecht ja schon köstlich. Oh nein! Ich habe den Burger verbrannt. Hier ist nur noch Asche übrig und Kohle. Tut mir leid, Monika. Das ist für dich. Igitt, was ist das? Ich kann nicht atmen. Schluss damit. Schluss damit. Okay, wie du meinst. Ich habe eh nichts anderes. Als wäre ich in Kohle gesuhlt. Ich habe nichts damit zu tun. Wie geht es hier meinen Vögelchen im Käfig? Nicht wirklich gut. Ich kann mich nicht entscheiden. Yeah. Du hast es geschafft, Lilly. Hier bin ich. Mach dich bereit, das zu bekommen, was du verdient hast. Oh, das ist ganz schön schwer. Oh, ich krieg Rückenschmerzen. Schau mal, was für eine Menge an Nudeln. Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Oh, das sind ja Nudeln. Großartig. Ich hätte mich nicht fürchten sollen. Schmeckt großartig. Endlich kann ich was davon probieren. Wie toll, dass es so viel davon gibt. Ich bin richtig hungrig. Ich bin froh, dass alles so wunderbar geklappt hat. Ah, ich habe ganz vergessen, dir die Stäbchen zu geben. Ah, ich sehe, du brauchst die ja gar nicht. Du meine Güte, hast du einen Hängebauch. Ist das köstlich. Ich bin satt. Jetzt kann ich mich ausruhen. Oh, hier sind noch ein paar Nudeln übrig. Großartig. Ich will noch was. Oh Mann, ich kann mir das gar nicht anschauen. Furchtbar. Ich gehe zu Monika. Kein Grund zur Eile. Ich bin immer noch im Überlegen. Das ist keine leichte Entscheidung. Ich glaube, es soll dieser Knopf hier sein. Ich bin bereit. Es freut mich, das zu hören. Mutig von dir. Nun, du kriegst mein Auge. Beängstigend, nicht wahr? Mal sehen, ob du drauf reinfällst. Ja, okay, ist nur ein Scherz. Das ist ein riesiger Glotzer. Aber da ist Füllung drin. Ganz genau, die ist richtig köstlich. Wunderbar. Monika, du wirst es lieben. Wir fangen mit der Füllung an. Das Wichtigste ist, das Auge nicht fallen zu lassen. Oh, hier kommt was. Was ist das? Als wäre es Marmelade. Voll cool. Mach weiter so. Das fühlt sich so gut an. Ich habe die richtige Wahl getroffen. Herzlichen Glückwunsch, Monika. Ups. Ich konnte das Auge doch nicht mehr halten. Sorry, wie geht's dir? Oh Mann, nimm das sofort ab. Was zum Teufel ist das? Ich schaue mir das genauer an. Fühlt sich gut an. Oh wow, das ist ja Fruchtgummi. Großartig. Mit der Marmelade zusammen schmeckt das köstlich. Oh, freut mich, dass es dir gut geht. Aber du bist ganz schön dreckig geworden. Ich kann mir das gar nicht anschauen. Oh, dieses Auge ist so riesig. Das wird erstmal reichen. Worauf soll ich drücken? Rot ist meine Lieblingsfarbe. Yeah. Gute Wahl. Dieser Knopf schenkt dir Nudeln. Aber Nudeln mit Chili. Jetzt pass mal auf. Hey, pass auf. What? Wer hätte gedacht, dass ich meinen Preis so bekommen würde? Jetzt bin ich voller Nudeln. Aber das macht nichts, sie schmecken trotzdem. Ich brauche Stäbchen. Ist ja klasse. Ich liebe asiatische Nudeln. Aber die hier sind irgendwie zu scharf. Zu scharf. Hilfe!
da brennt ja jemand. Gleich brennen wir alle. Gar nicht. Ich lösche dieses Feuer. Ich habe einen Feuerlöscher. Hör auf, ich brenne ja nicht mehr. Das reicht mit dem Schaum. Oh Mann. Hauptsache, das Feuer ist gelöscht. Viel zu viel Schaum. Was soll ich aussuchen? Ich hoffe, mir hilft Karate. Gute Wahl. Wendy, du kriegst Brause. Hoffentlich wird sie dir gefallen. Ist ja super. Das muss sich ja gut schmecken. Und wie das prickelt. Dann auch noch so viel davon. Voll lecker. Meine Hände sind da gar nicht genug. Ich brauche einen Schöpflöffel. Lecker. Das prickelt so toll. Mega, mega klasse. Ein echtes Feuerwerk. Ist ja toll. Gefällt mir. Ich weiß nicht, was ich auswählen soll. Okay. Ich weiß eh nicht, was hinter den Knöpfen steckt. Gute Wahl, du kriegst Klopapier. Hä? Ich dachte, es gibt was zu essen. Nein, hier kommt eine gewaltige Menge Klopapier. Das reicht. Oh mein Gott! So viel werde ich doch nie im Leben gebrauchen. Warte, hier kommt noch was dazu. Nutella passt perfekt zu Klopapier. Das ergibt einen tollen Prank. Okay, das war's hoffentlich. Was? Na, Susie, fang! Wie bitte? Oh nein, das ist doch Kacke! Was soll ich damit anfangen? Wendy erwartet auch ein Schokoladengeschenk. Igitt, was ist das denn? Probier es, dann findest du es heraus. Ach so, das riecht gut. Das ist ja Schokolade. Schmeckt nicht schlecht. Oh, den Knopf habe ich ja ganz vergessen. Glück gehabt. Du gewinnst eine Menge Geld. Na, wenn das kein guter Preis ist. Einverstanden. Oh mein Gott. Da habe ich ja Glück gehabt. Jetzt bin ich reich. Nein, was habe ich getan? Du hast auf einen Knopf gedrückt. Und du kriegst von mir Wasser. Genieß es. Hey, ich wollte nicht duschen. Was ist das denn? Dieser Fisch her. Hey, you! Oh mein Gott! Damit habe ich sicher nicht gerechnet. Oh, mein ganzes Geld ist nass. Oh no! Und was machst du jetzt? Hä? Ich versuche meine Scheine zu trocknen. Das wäre mir nicht eingefallen. Was soll ich diesmal drücken? Ich nehme den grünen Knopf. Glück gehabt. Wow. Jetzt erwarten dich Marshmallows. Richtig lecker. Vielleicht sogar zu weich. Viel Spaß damit. Was passiert jetzt? Oh, es schneit ja.
Es schneit Marshmallows. Als wäre es Winter. Ich liebe Marshmallows. Die sehen toll aus und müssen lecker sein. Here we go. Die sind so schön luftig. Klasse. Scheint dir alles zu gefallen? Dann wird es Zeit, dass ich mir ein paar Föhne zurechtlege. Das wird sicher Spaß machen. Wie lecker. Irgendwie ist es ganz schön heiß hier. Aber es sollte doch kalt sein. Es ist doch nicht Sommer. Hey, was tust du da? What? No. Ich schenke dir Wärme. Wieso? Meine schönen Marshmallows schmelzen. Please, stop. No, 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 please. Ist das nicht super? Es kann weitergehen. Bitte, hör auf. Das ist ja schon richtig schleimig. Ich kann die nicht essen. Jetzt schrei doch nicht, ich höre ja schon auf. Gefällt's dir nicht? Oh, jetzt sind die so klebrig. Ich bin voller geschmolzener Marshmallows. Was hast du angerichtet? Ist doch lustig. Was hast du angerichtet? Oh Mann, ich hab Hunger. Okay, welchen Knopf soll ich drücken? Ich versuche es mit dem blauen. Gute Wahl, dich erwartet was Besonderes. Aber ich muss erstmal in Deckung gehen. Ich hoffe, du magst Stinkekäse. Susie, mach dich gefasst. Bang! Guten Appetit! Ich hoffe, das gefällt dir. Was ist das? Noch ein paar Stückchen. Was soll das? Stinkekäse. Oh, ich muss gleich kotzen. Was stinkt hier so? Ich kann nicht atmen. Na, wie gefällt euch mein Geschenk? Ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe den schlimmsten Käse überhaupt gefunden. Was sagt ihr zu dem Geruch? Wollt ihr vielleicht ein paar Gasmasken? Hurra, endlich frische Luft. Ich hoffe, dass diesmal alles gut laufen wird. Ich will was Leckeres. Wer den gelben Knopf wählt, kriegt was Gelbes. Schon wieder diese Bienen. Darf ich bitten? Eine ganze Tonne. Frischen, süßen Honig. Ah, so frisch. Und so zäh. Ich hoffe, er wird dir gefallen. Viel Spaß. Was erwartet mich wohl? Was ist das? Mama. Wieso ist das so klebrig? Probier ihn. Wirklich? Ah, tatsächlich. Ich mag den Honig. Ich habe so richtig viel davon. Ich könnte glatt darin baden. Ist ja super. Aber der Honig lockt Bienen an. Ich muss die loswerden. Ah, du hast noch ein paar Knöpfe getroffen. Dann gibt es mehr Geschenke. Ein paar Federn zum Beispiel. Bitte sehr. Was sagt ihr dazu? Ah, wo kommen die ganzen Federn her? Jetzt sehe ich wie ein Schneemensch aus. Das gefällt mir gar nicht. Das war noch nicht alles. Du kriegst noch Milch von mir. Hör auf, dich über
mich lustig zu machen. Ich mach mich doch nicht über dich lustig. Du hast doch selber die Knöpfe gedrückt. Ich bezweifle, dass es noch schlimmer sein kann. Was erwartet mich diesmal? Ich hoffe, du magst Popcorn. Ich liebe Popcorn. Also wird es Zeit für etwas Popcorn. Was? Popcorn? Ist ja toll. Ich stehe voll drauf. Ich kann gar nicht genug davon bekommen. Das ist das Beste, was ich heute bekommen habe. Worauf soll ich drücken? Ich habe keine Lust auf die Bienen. Ich suche den grünen Knopf aus. Wow. Das hättest du lieber nicht getan. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was dich erwartet. Hier kommen ein paar kleine süße Kakerlaken. Die haben sogar ein kleines Erdhaus. Viel Spaß damit. Was? Was passiert hier? Ist das Erde? Was soll ich damit anfangen? Ich kann doch keine Erde essen. Alles Mögliche, bloß keine Kakerlaken. Die sind überall. Hilfe! Helft mir! Oh mein Gott! Das werde ich nicht länger aushalten können. Was? Das verstößt aber gegen die Regeln. Was hast du mit meiner Box angestellt? Wie konntest du nur ausbrechen? Seltsam. Na gut. Ich sehe, ihr könnt euch nicht entscheiden, oder? Ihr müsst aber auf einen Knopf drücken. Lilly oder Emma, wer ist Erste? Ich bin bereit. Was wird es sein? Emma, okay, du hast dich getraut. Gut gemacht. Ich bin schon auf dem Weg. Mal sehen, was dich erwartet. Eine ganze Menge Kaugummi. Alles nur für dich. Oh, was ist das denn? Kaugummi ist ja toll. Mach weiter so. Eine Menge Kaugummi, davon habe ich doch geträumt. Probieren wir mal. Mega süß und weich. Ich habe den richtigen Knopf erwischt. Das kannst du laut sagen. Schau mal, meine Kaugummiblase. Ups, ich habe noch einen Knopf gedrückt. Und jetzt bin ich in der Blase gefangen. Wie witzig. Du hast noch einen Knopf gedrückt? Unerwartet. Aber okay, es war deine Entscheidung. Hier kriegst du noch eine Menge Cola. Sollte dir gefallen. Was zum Teufel ist das denn? Wo kommt das ganze Wasser her? Warum ist es braun? Das ist kein Wasser, das ist Cola. Na, wie fühlt es sich an? Ah, ich sehe, Emma antwortet nicht. Dann müssen wir eine geheime Zutat verwenden. Mentos. Gleich explodiert hier was. Hä, was schwimmt denn da? Was passiert hier? Okay, es kann losgehen. Gut, dass ich einen Regenschirm mit habe. Hallo, mir geht's gut. Ach so, die sitzt in einer riesigen Kaugummiblase. Na warte, das werden wir ändern. Oh nein, bloß nicht das. So ist es besser. Okay, mit Emma sind wir fertig. Lilly, jetzt bist du dran. Um ehrlich zu sein, habe ich mich noch nicht entschieden. Ich probiere einfach den gelben Knopf. Oh yeah. Na komm, beeil dich, ich warte. Ich sag's dir nur ungern, aber ich befürchte, es hat dich ganz schön erwischt. Du kriegst einen riesigen Teller mit Stinkekäse. Was für ein ekelhafter Geruch. Als wäre hier was faul. Oh, das muss ich schnell loswerden. Nimm es, Lilly. Schimmelkäse. Ich kann's nicht ertragen. Oh my God. Oh, den kannst du zurückhaben. Ich krieg doch keine Luft. Hey, das verstößt gegen die Regeln. Oh nein. Dein Käse ist überall. Hey, was soll das denn? Ich habe noch keinen Knopf gedrückt. Den Käse könnt ihr zurückhaben. Tut mir leid, Emma. Das war ein Irrtum. Und übrigens, du darfst nicht aus der Box aussteigen. Abmarsch zurück.
Endlich frische Luft. Nein, schlag mich nicht. Ich verstehe gar nicht, was hier los ist. Ich hab dir doch gesagt, du darfst deine Box nicht verlassen. Aber ich kann nicht atmen. Lilly, du schon wieder. Nimm das hier, du ungezogenes Mädchen. Glaubst du, du kannst uns einschüchtern? Na warte, du kannst doch was erleben. Was für ein blöder Hammer. Ich mag keine Clowns. Hoffentlich wird es diesmal einfacher sein, einander zu verstehen. Ach, ich muss mich schon wieder entscheiden. Ich probier's mal wieder mit einem gelben Knopf. Nicht schlecht, Lilly, ich komme schon. Großartig, herzlichen Glückwunsch. Du kriegst nämlich Erdbeeren von mir. Autsch, das ging direkt ins Auge. Das ist ja eine Erdbeere. Großartig, ich liebe diese Beeren. Eine Beere wird nicht reichen. Ich habe hier viel, viel mehr für dich. Wow, es regnet Erdbeeren. Fantastisch. Da habe ich Glück gehabt. Was für ein schöner Tag heute. Hier fehlt noch was. Ah, ich hab's. Wir brauchen noch etwas Schlagsahne. Die passt hervorragend zu den Erdbeeren. Was ist das denn? Sahne? Toll, da kann ich meine Erdbeeren reintunken. In Ordnung, das reicht. Das reicht. Wie du sagst, Lilly. Außerdem habe ich eh nichts mehr übrig. Oh Mann, meine ganze Box ist voller Sahne. Oh. Lilly, du siehst umwerfend aus. Halt, halt, ja. Schluss, das reicht. Hey, du hast meine Gefühle verletzt. Mein Herz ist gebrochen, ich hau ab. Und was hast du hier, Emma? Ich versuche mich zu entscheiden. Okay, diesmal versuchen wir es mit Blau. Gar nicht schlecht. Ich hätte selber gerne Schokosoße gehabt. Vor allem jetzt, wo ich Liebeskummer habe. Was ist das denn? Das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, wow, das ist ja Schokolade. Ich nehme meine Worte zurück. Das ist wirklich gut. Ich will mehr davon. Voll großartig. Oh. Okay, der Kanister ist leer. Och, das sieht köstlich aus. Emma, gib mir mal was. Hey, Finger weg, das ist meine Schokolade. Ich habe nicht vor, mit dir zu teilen. Emma hat auch beschlossen, mein Herz zu brechen. Ich hab's satt. Es wird Zeit für die Rache. Hier kriegst du Eis von mir. Hey, was ist hier los? Wieso ist es auf einmal so kalt hier? Ich kann mich kaum bewegen. Ich bin erfroren. Selber schuld. Wow, du bist ja ganz schön kalt. Ich hab's satt zu warten. Jetzt drück doch auf einen Knopf. Ich hab mich schon fast entschieden. Ich brauch noch ein paar Sekunden. Lilly, super. Du bekommst gleich das, was du verdienst. Ich komme schon. Ich hoffe, du bist bereit. Keine Sorge, Lilly. Du wirst dich freuen. Ich hab hier eine ganze Packung. Haribo Goldbeeren. Die riechen fantastisch und schmecken du nie noch besser. Oh, was Kleines und Buntes. Ach so, das sind Goldbeeren. Großartig. Das war's auch schon? Hey, ich will mehr davon. Du hast schon wieder auf den Knopf gedrückt? Nun, das war deine Entscheidung. Du bekommst noch mehr Gummibärchen von mir. Moment mal, ich habe eine Idee. Ich lass die einfach schmelzen. Es sind zwar immer noch Goldbeeren, aber eben geschmolzen. Ich schmeiß den Föhn an. Los geht's. Ich mag meinen tollen Plan. Ich kann's kaum erwarten, ihre Reaktion zu sehen. Hey, was ist das denn? Das sind doch gar keine Gummibärchen. Hör auf! Du wolltest noch Nachschlag. Aber ich habe mir was anderes gewünscht. Wobei, es schmeckt trotzdem gut. Gefällt mir. Voll blöd, dass ich das früher nicht probiert habe. Ich hätte Lillys besiegt. Oh nein, sie mag es wirklich? Mein gemeiner Plan ist schiefgegangen. Ich hau ab. Emma, hast du dich schon entschieden? Oh, ich wünschte, das wäre etwas einfacher. Was bedeutet der Knochen hier? Wow. Probieren wir mal. Was für eine mutige Entscheidung.
Vielleicht findest du heraus, was der Knochen bedeutet. Hey, Kumpel! Beeil dich! Komm hier hoch, gib mir den Knochen zurück. Was könnten wir machen? Wollen wir weiterspielen? Hier, fang den Knochen. Hi! Hallo, das habe ich ja nicht erwartet. Du bist ja goldig. Lass dich streicheln. So ist gut. Ah, du hast den Knopf gesehen. Der gefällt dir wohl, oder? Oh nein, wieso hast du drauf gedrückt? Emma hat schon wieder drauf gedrückt. Na gut, es ist eben ihre Entscheidung. Dann wird es eben Zeit für etwas Hundefutter. Ich mag gar nicht, wie das riecht. What? Hä, was ist das denn? Ein kleiner Leckerbissen für unseren pelzigen Freund. Ach du meine Güte, leg dich hin. Keine Sorge, wir werden das schaffen. Wann hört das endlich auf? Okay, siehst du, ist alles wieder in Ordnung. Hier, kannst was haben. Guten Appetit, Junge. Muss dir sicher schmecken, nicht wahr? Nimm dir Zeit. Oh, ich habe nichts mehr übrig. Isst du nur weiter. Ih, das sieht ja eklig aus. Was für eine schöne Puppe. Die ist gleichzeitig Puppe und Kuchen. Meine Puppe ist rosa und ich liebe rosa. Mal sehen, was ich bekomme. Oh, wow. Ich krieg eine rosa Torte mit rosa Eiscreme. Das ist doch wirklich die beste Kombination. Wow. Mädels, sowas passiert eindeutig nicht jeden Tag. Oh, ich habe eine Idee. Passt mal auf. Ich lasse das Eis schmelzen. Und schütte das hier ein. Hä, Kate, was machst du da? Ja, was soll das? Passt mal auf. Hier kommen noch bunte Streusel mit rein. Hm, coole Idee. So wird deine Torte sicher noch schöner. Du sagst es. Und jetzt pass mal auf. Na, gefällt dir das Kleid meiner Prinzessin? Das wird leider nicht lange so bleiben, denn ich werde alles aufessen. Wow! Wünscht mir guten Appetit. Kate ist so köstlich. Ich will auch was. Was? Toxic Waste? Aber das sind doch mega saure Lutscher. Ich habe sie persönlich noch nie probiert. Vielleicht irre ich mich ja auch. Nein, ich habe mich nicht geirrt. Das ist wirklich mega sauer. Gefällt mir gar nicht. Nein, ich habe keine Lust. Du musst aber, das sind die Regeln. Stell dir vor, wie hübsch dieses Puppenkleid aussehen wird, wenn du die ganzen Bonbons da reindrückst. Okay, ihr habt recht. Hoffentlich werde ich das überstehen. Na los, Susie, na los, na los, na los. Oh nein, das ist einfach furchtbar. Mädels, das ist einfach unerträglich. Ich krieg einen Kram. Ich hätte das nicht tun müssen. Komm schon, das hat doch Spaß gemacht. Jetzt bin ich dran. Oh nein, bloß kein Senf. Der wird doch meinen Kuchen ruinieren. Ha, ganz genau. Der wird ihn scharf machen. Wird dir gefallen. Oh, wieso seid ihr so gemein? Vielleicht kann ich das zumindest hübsch machen. Das Kleid gefällt mir gut. Jetzt wird's Zeit, das zu probieren. Na, schmeckt's dir? Nein, das ist mega scharf. Ich brenne. Hilfe, Hilfe, ich brauche dringend was Kaltes. Mach dir keine Sorgen. Ich habe hier eine Kühlbox mit Eiswürfeln für Notfälle. Könnte dich retten. Oh, vielen Dank. Hat wirklich geholfen.
Oh nein, hier kommt die zweite Welle. Oh mein Gott. Susie, überschütte sie einfach mit diesen Eiswürfeln. Das war's auch schon. Wo sind unsere Torten? Da sind sie ja. Die Creme ist der Hammer. Aber wir dürfen sie nicht essen. Ah, das sind noch Zutaten. Alles klar. Ich fange an. Oh, M&M's gefällt mir. Oh. Awesome. Schau mal, wie bunt das wird. Du hast ja eine echte Regenbogentorte. Schmeckt auch schön nach Regenbogen. Oh mein Gott! Ich will meine auch probieren. It's my turn. Oh nein, bloß keine Chili. Ich brenne. Oh, come on. Du hast keine Wahl. Leg das Ding in den Mund. Ich kann es nicht mal anfassen. Tada. Oh no. Oh man. Bella, ich hab Angst. Boah, ist das heiß. Ruf die Feuerwehr. Was hast du angestellt? Hättest du nicht in die andere Richtung atmen können? Oh no. Das kannst du jetzt haben. Das war doch aus Versehen. Wenn du keine Ruhe gibst, dann nimm das. Are you nicht so schnell, lass uns erstmal abzählen. Ich sehe, du bist durcheinander gekommen. Ich fange an. Oh nein, das ist Stinkekäse. Oh, das stinkt ja tatsächlich. Mein Beileid. Tada. Hoffentlich wird mich die Maske retten. Jetzt muss ich das probieren. Ups, das passt nicht in den Mund. Nee. Du musst da was abnehmen. Aber ich wollte das doch nicht machen. Oh, wie eklig. Ich muss gleich kotzen. Oh. Na, endlich bin ich dran. Oreos, hurra. Das alles ist für mich. Das sind alles Mini-Kekse. So klein und so süß. Probieren wir mal. Oh, herrlich. Oh. Willst du mir was abgeben? Fang! Was fällt dir ein? Na, warte. Here we go! Oh nein, ich falle! Ich glaube, die Torte wirst du nicht mehr gebrauchen. Ich nehme sie mir dann. Betty, fang du an. Gerne doch. Eine Karotte, wie cool. Ich liebe Karotten. Oh, wie süß. Du erinnerst mich an jemanden. Okay. Wobei, wie auch immer. Die letzten Details und es kann losgehen. Das ist übrigens voll praktisch. Ich kann die Torte an der Karotte festhalten. Los. Oh, Betty, bist du süß? Komm her, lass dich knuddeln. Oh, komm, wir drehen das Rad gemeinsam. Oh, nee, Brokkoli.
Oh. Willst du das Ding vielleicht? Bitte sehr, kannst du haben. Oh. Well done. Gut gemacht. Und jetzt wieder zurück an deinen Platz. Hä? Wieso habe ich Brokkoli im Mund? Ach, egal. Hauptsache, ich habe noch meine Torte. Was für eine Portion. Aha. Hoffentlich kriege ich was Schönes. Oh, no. Essiggurken? Wie konnte das passieren? Betty, da lässt sich nichts machen. Aber die stinken total. Ich befürchte, dass der Geschmack dir auch nicht gefallen wird. Ich will gar nicht wissen, was daraus geworden ist. Bella, wünsch mir Glück. Hier, du musst dringend was trinken. Okay. Wieso musste das Salzsohle sein? Sorry, ich habe keine Zeit. Ich muss Bonbons auf meine Torte packen. Ich will auch solche. Ich habe was Besseres vor. Aha. Lass uns mit den Dingern nach der Torte werfen. Schaffst du das? Okay, here Klingt we go. Gut. Lass uns anfangen. Alright. Yeah. Oh, man. Wow. Oh, mir gefällt das Spiel. Yeah. Treffer. Das machst du aber gut. Schau, so geht das. Ich treffe einfach nicht. Das regt mich auf. Ich glaube, der Sieger ist offensichtlich. Ich bin es. Oh, no. Das heißt, die Torte gehört auch mir. Wie weich. Ach, Menno, mir ist nichts geblieben. Die perfekte Torte. Nicht so schnell. Erstmal das Rad drehen. Ferrero Rocher? Wie toll! Tada! Yeah! Da hast du aber Glück gehabt. Das Goldpapier kann ich auch benutzen. Das bringt etwas Glanz in meine Torte. Das sieht aber schön aus. Jetzt sind meine Hände voller Gold. Aber das wird mich natürlich nicht stoppen. Ich mach weiter. Oh mein Gott! Und jetzt probieren. Oh, ich kann nicht länger zuschauen. Fischkonserven? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Tada. Ich hasse Sardinen. Oh, no. Oh mein Gott, die stinken vielleicht. Hey, you. Die Nase halte ich mir zu. Dem muss ich schnellstens ein Ende setzen. Wie soll ich das nur in den Mund packen? Ich glaube, ich habe mich vergiftet. Ich auch. Das sieht wie immer perfekt aus. Probieren wir das noch schöner zu machen. Was ist das denn? Seltsam.
Lass es uns herausfinden. Boah, wie sauer. Gib mal kurz her. Schau mal, was das ist. Solange sie wegschaut, sprühe ich die Torte zu. Bella, was hast du angerichtet? Na gut, ich weiß, was ich dagegen tun kann. Yes! Die obere Schicht nehme ich einfach ab. Oh. Das war's auch schon. Probieren wir mal. Lecker Schmecker. Das hast du dir aber gut überlegt. Mal sehen, was ich kriege. Okay. Interessant, sieht gut aus. Oh. What's happening? Das müssen kleine Gummibärchen sein. Yes. Die müssten gut zu meiner Torte passen. Awesome. Ich leg gleich alles drauf. Yeah, ein echtes Meisterwerk. Ups, mir ist was im Mund stecken geblieben. Jetzt spuck mich doch nicht an. Sorry, das war aus Versehen. Ist mir egal, ich werde zurückschlagen. Was sagst du dazu? Das ist die schönste Torte, die ich je gesehen habe. Lass uns die noch mit was Schönem schmücken. Goldbeeren. Nicht schlecht. Awesome. Schau mal, sind die nicht hübsch? It's my turn. Ich bin mir sicher, ich krieg auch was Schönes. Oh, Glotzer. Jackpot. Das Rad brauchen wir nicht mehr. Oh, forget it. Ich habe mir was überlegt. Willst du unsere Torte abfackeln? What the? Natürlich nicht. Ich will nur einen Zuckerguss zubereiten. Tada. Yes. Der kommt jetzt über unsere Torte. Das sieht ja cool aus. Du bist ein Genie. Ich will auch was Cooles machen. Das Auge solltest du nicht draufsetzen. Wieso? Sieht doch toll aus. Außerdem, der Geschmack ist doch eh das Wichtigste. Da hast du recht. Was soll das denn? Ist das meine Torte? Mach dir keine Sorgen. Meine ist auch so klein. Was für eine blöde Challenge. Mal sehen, womit ich dekorieren muss. Oh, wow. Das ist ja bunte Nutella. Nicht schlecht. Da ist meine Laune gleich viel besser. Monika, schau mal, wie viele Gläser. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Die sind alle so bunt. Ich nehme die gelbe. Ich werde wohl eine Lupe gebrauchen, um damit zu malen. Aber es scheint doch gut zu klappen. Schau mal, wie schön. Hier kommen noch ein paar Farben hinzu. Oh, das gefällt mir total. Hübsch, auch wenn ich kaum was sehen kann. Schau hin, Monika. Das ist ein echtes Meisterwerk. Sieht doch toll aus. Das war's, jetzt bist du dran. Okay. Dann drehe ich mal mein Rad. Ich krieg Glotzer. Das ist ja super. Was für ein großes Auge. Das habe ich nicht erwartet. Schau mal, Susie. Sieht voll witzig aus. Du kommst auf meine Torte. Oh Mann. Du hast es zerquetscht. Mach dir nichts draus, Monika. Das nächste Mal schaffst du es sicher. Das ist voll traurig. Wenn auch trotzdem lecker. Du Arme, halte durch.
blödes Auge. Du hast alles kaputt gemacht. Monika, reiß dich zusammen. Hier hast du einen Spiegel. Warte mal. Bitte sehr. Danke, Susi. Wie sehe ich wohl aus? Gern geschehen. Na, endlich hat sie sich beruhigt. Jetzt aber ran an die Torte. Oh nein, mein ganzes Make-up ist verwischt. Ich brauche mehr Puder. Bloß nicht das. Ich muss niesen. Oh nein. Meine Torte ist weg. Monika, du bist schuld. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Was für ein Fail. Ups, sorry, das wollte ich nicht. Wo bleiben unsere Torten? Müssen wir erstmal das Rad drehen? Fang an. Lass mal versuchen. Wow, ich krieg KitKat. Da brauche ich gar keine Torte. Wow, so viele Schokoriegel, die kann ich nicht mal abzählen. Ein ganzer Turm. Monika, da hast du ja Glück gehabt. Jetzt bin ich dran. M&M's, was hätte besser sein können? Ich habe Lust auf die Bonbons. Was für eine große Packung. Das habe ich ja gar nicht erwartet. Aber wo bleiben unsere Torten? Hörst du das? Wow, das ist ja eine Megatorte. Kneif mich, Monika. Ich glaube meinen Augen nicht. Ich glaube, ich träume. Die Torte sieht so appetitlich aus. Ich will sie als erste dekorieren. Komm her. Dein Turm stürzt gleich ein. Hm, das war doch voll cool, nicht wahr? Okay, jetzt aber ran an die Arbeit. Hm, Schokolade. Die sieht himmlisch aus. Ich will die unbedingt probieren. Mann, jetzt kann nämlich nichts mehr aufhalten. Ich will ja nichts sagen, aber du solltest die Torte dekorieren. Oh, was für ein Spaßverderber. Okay, okay, wie du meinst. Ich pack sie ja schon auf die Torte. Sieht übrigens nicht schlecht aus. Ich bin mir sicher, das wird mir gefallen. Sieht doch perfekt aus. Ich bin der geborene Konditor. Tatsächlich voll cool, Monika. Gut gemacht. Jetzt bin ich dran. Ich mache unsere Torte noch schöner. Dafür benutze ich natürlich meine M&M's. Ich gebe sie einfach drüber. Na, wenn das nicht hübsch ist. So sieht die Torte noch besser aus als zuvor. Ein echtes Meisterwerk. Du hast recht. Sieht voll fesselnd aus. So schokoladig und so bunt. Jetzt wird es aber Zeit, dass ich was probiere. Du hast ja die Kerzen vergessen. Schließlich ist die Torte ein Geschenk für mich. Heute ist mein Geburtstag. Oh Mann, das habe ich ja ganz vergessen. Monika, heute feiern wir. Was bist du so traurig? Hier hast du einen Papphut. Ich will ihn aber nicht. Ich will die Torte. Aber die gehört jetzt nun mal mir. Schau mal, wie hübsch die Kerzen brennen. Kerzen? Das bringt mich auf eine Idee. Was ist passiert? Ich will einen Schnuller. Du bist ein Jahr alt. Bitte sehr. Aber wein nicht. Lecker, Schmecker. Jetzt kommt sie mir nicht mehr in die Quere. Das geschieht ihr zurecht. Die Kerze brauche ich nicht mehr. Und die Torte gehört jetzt mir. Wow, diese Torten sehen ja toll aus. Ich kann mir sogar schon vorstellen, wie lecker das Design sein wird. Jetzt fang an. Okay, okay, ich mache ja schon. Oh, ich krieg rosa Creme. Toll. Das wird sicher lecker sein. Wow, die ist ja aus Erdbeeren. Ich will sie sofort probieren. Wow, so sanft und süß. Glückwunsch. Genau. Willst du auch was, Monika? Aber sicher. Vielen Dank. Sieht voll appetitlich aus. Einfach super.
Okay, jetzt bin ich dran. Ich drehe das Rad. Gelbe Creme oder grün? Interessant. Ich hoffe, die schmeckt auch. Wo bleibt sie? Da ist sie ja. Sieht voll cool aus. Jetzt ist alles bereit. Es kann losgehen. Ich mal damit kleine Cremeblumen. Ja, das mache ich auch. So sehen unsere Torten klasse aus. Gefällt mir total. Aber hier fehlt noch was. Ich habe eine Idee. Lass mal tauschen und weitermachen. Das ist genial. So wird das ja noch bunter. Es klappt. Ich krieg gar nicht genug davon. Schau mal, was für schöne Blumen. Das war nicht einfach, aber wir haben es geschafft. High five. Und jetzt können wir die Torten genießen. Einverstanden. Ich nehme ein großes Stück. Wow, das ist mega weich. Herrlich. Meine Torte zergeht nur so auf der Zunge. Susie, hier stimmt was nicht. Mein Mund brennt. Meine auch. Was soll das? Feuer! Was war das? Wieso war das so scharf? Ich weiß ja nicht, aber vielleicht war es deine Creme? Wir wissen noch gar nicht, was das war. Vielleicht hast du recht. Lass mal überprüfen. Oh nein, Monika, das war Wasabi. Jetzt ist alles klar. Wie geht's? Wir hätten vorsichtiger sein sollen. Was für eine schöne Farbe. Voll sanft. Kann ich als Erste drehen? Danke. Oh, ich habe tatsächlich Glück gehabt. Ich krieg Zuckerwatte. Ich hätte auch gerne was davon probiert. Nein, nein, die gehört mir. Und ich werde damit meine Torte dekorieren. Die lässt sich so schön langziehen. Sieht wie Spinnennetz aus. Die Farbe passt perfekt zur Torte. Sorry, Susie, aber wenn du nicht teilen möchtest, muss ich dir eine Lektion erteilen. Etwas Wasser wird deine Zuckerwatte auflösen. Und schon ist nichts mehr übrig. Es kann weitergehen. Was ist passiert? Wo ist meine Watte hin? Monika, du steckst da dahinter. Gib mir sofort das Spray. Hey, was tust du? Halt! Ich bin schon nass. Hör auf. Oh. Du hättest meine Zuckerwatte in Ruhe lassen müssen. Selber schuld. Hier ist noch was übrig. Das kommt auch noch drauf. Das sieht voll schön aus. Gefällt mir total. Als wären das kleine Wölkchen. Schau mal, wie luftig. Jetzt will ich was probieren. Voll schön, ich beneide dich. Ich bin mir sicher, das wird auch lecker schmecken. Mm, die Watte passt perfekt zur sanften Creme und zu dem weichen Kuchen. Ein echtes Meisterwerk. Susie, wie siehst du denn aus? Wow, was für ein großer Schnurrbart. Aber dafür ist er essbar. Und die Torte noch. Hier ist noch viel übrig. Ich wäre gerne an deiner Stelle. Träum weiter, Monika. Von mir kriegst du sicher nichts. Ich kann auch nicht einfach da sitzen und ihr beim Essen zuschauen. Oh, ich kann kaum atmen. Ich bin so satt. Gut. Na, endlich bist du fertig. Ich bin dran. Hurra, ich krieg bunte Streusel. Da sind die ja. Was für ein großes Glas. Mmh, die schmecken super, richtig süß. Die kommen einfach alle auf die Torte. Das sieht schon toll aus. Denkst du nicht, dass das schon genug ist? Deine Torte sieht man ja gar nicht. Das ist ein echtes Meisterwerk. Meine Torte sieht noch viel schöner aus als deine. Jetzt aber probieren. Einfach perfekt. Sie zergeht so richtig auf der Zunge. Als wäre es ein kleines Wölkchen. Die perfekte Geschmacksbalance. Ich kriege gar nicht genug davon.
sehe schon, dass du Spaß daran hast. Lass mich auch was probieren. Aber klar, bitte sehr. Du hast mich dreckig gemacht. Mein Gesicht ist voller Creme. Das wirst du mir büßen, Monika. Tortenschlacht. Was hast du angerichtet? Das geht mir aber zu weit. Das macht doch voll Spaß. Übrigens, Rosa steht dir.